So groß war die Euphorie schon lange nicht mehr auf die neue Eisbärensaison. Und der Hauptgrund ist die Verpflichtung von Ex-NBA-Star Tyrus Thomas. Seit Sonntag ist der gebürtige Amerikaner aus Baton Rouge, Louisiana, in der Seestadt. Bisher hat er sich schon gut ins Mannschaftstraining eingefügt. Doch für den Power Forward heißt es trotzdem erst einmal kleine Brötchen backen. Denn nach einer Rücken-OP und einer langen Basketballpause ist er noch weit von seiner Bestform entfernt. Die möchte er in Bremerhaven bei den Eisbären wiederfinden. Ich sehe für mich hier die Chance, zurück ins Basketballgeschäft zu kommen. Ich habe einen engen Freund, der sehr vertraut mit dem Trainer und dem Manager der Eisbären ist. Also war es eine sehr einfache Entscheidung für mich, hierher zu kommen. Ganz ohne Star-Allüren ist der Amerikaner in der Seestadt angekommen. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, dass er alleine bei den Charlotte Bobcats in 5 Jahren 40 Millionen Dollar verdient hat. Sein erster Eindruck in der Seestadt ist durchaus gut. Naja, das Wetter ist doch nicht so gut hier. Es hat bisher nur geregnet, aber daran können wir nichts ändern. Ich muss mich auch noch etwas an die Zeitverschiebung gewöhnen. Aber alles andere ist wirklich toll. Die Leute hier sind großartig. Ich habe super Mannschaftskollegen. Die Trainer sind super. Ich wurde wirklich gut empfangen hier. Über die NBA macht sich Tyrus im Moment noch keine so große Gedanken. Zuletzt hatte er es bei den Memphis Grizzlies versucht, wo er nach 10 Tagen wieder zurück in die NBA D-League geschickt wurde. Im Moment möchte ich einfach nur dem Club helfen, besser zu werden und auch mein eigenes Spiel verbessern. Wir können jetzt nicht zu viel darüber nachdenken, was in der Zukunft passiert, sondern müssen einfach von Tag zu Tag schauen. 2 Wochen hat Mulli Kazure noch Zeit, seinen neuen Star fit zu kriegen und ins Mannschaftsgefüge zu integrieren. Dann geht es für die Eisbären im ersten Saisonspiel gegen die Fraport Skyliners.